Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch den ganzen Tag, den ich bei den Wachteln habe, von früh bis abends, was ich so mache, trinken, auswechseln und so. Ich hoffe, euch interessiert es und viel Spaß beim Anschauen. Als allererstes begrüße ich erstmal meine zwei Wellensittiche, weil die sind noch im Haus und da brauche ich mich zuvor nicht umziehen, um zu den Wachteln rauszugehen. Deshalb sind meine zwei Wellensittiche als erstes dran. Danach sauge ich gleich um den Stall herum, denn die machen immer sehr viel Dreck und gerade sind sie auch schon in der Mauser. Danach geht es sofort raus zu den Wachteln, da mache ich dann die Jalousie hoch, damit sie wieder Licht haben. Die Jalousie ist vor dem Fenster, damit in der Nacht kein Fuchs oder Marder oder ein anderes Raubtier reinschauen kann und die Wachteln dadurch verstört werden. Das haben mich auch schon einige Leute gefragt, deswegen ist da vorne die Jalousie dran. Als nächstes schaue ich dann in den Stall rein. Und schaue, ob sie noch genug zu trinken haben. Wenn das schon zur Hälfte leer ist, bekommen sie immer was Frisches. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen, das Kuschel, das springt jeden Tag raus und mag einen Gartenspaziergang machen. Aber das darf es nicht immer, weil ich auch ab und zu in die Schule gehe. Und dafür habe ich dann keine Zeit, das macht es dann aber lieber am Nachmittag. Wir warten auch schon die anderen, bis sie raus in die Wiese dürfen. Jetzt in den Ferien darf ein Pärchen eigentlich jeden Tag einen Gartenspaziergang machen. Und es ist auch immer voll schön zu sehen, wie die Wachteln sich so in freier Natur bewegen würden. Hier ist der Hahn und der springt dem Kuschel, also dem Weibchen, immer hinterher. Und zeigt ihnen auch immer so leckere Sachen wie Würmer mit so einem Tuck-Tuck-Tuck-Geräusch. Und ich bin halt dabei und pass auf, dass sie nichts frisst, was sie nicht fressen sollen. Und manchmal vergisst auch der Uhu, wo das Kuschel ist, dann springt er wieder zurück zum Stall und ist jetzt ganz aufgeregt. Hier ist das Kuschel reingegangen und der Uhu, der schreit jetzt schon und sucht es überall, aber er findet es nicht. Aber jetzt hat er es gesehen wieder. Das war jetzt der andere Hahn, der Paul. Hier sind dann solche leckeren Gefährten auch ab und zu, aber das lasse ich das Kuschel nicht fressen, auch wenn es das gerne haben würde. Ich finde das ekelig, wie es dann im Hals rumschleimt bei dem. Und im Nachbarsgarten ist natürlich immer das Bessere. Ich selber habe jetzt da keine Angst, dass mir die zwei wegfliegen, weil das sind meine allerersten Küken. Und die sind sehr handsam. Sie laufen jetzt halt die ganze Zeit durch den Garten. Das kann so schon eine halbe Stunde dauern, bis sie dann fertig sind. Und dann kommen sie auch von allein wieder hierher und wollen dann reingelassen werden. Ich bin die ganze Zeit zwar da, weil wir auch Vögel von oben haben, die gefährlich werden könnten. Und das ist ihre Beschäftigung in der Früh. Seht ihr diese ganzen Körner da drinnen? Ich mache jetzt hier meine Wellensittiche sauber und wenn ich die Körner hier noch übrig habe, dann denen noch ein paar offen sind, weil es eine von den beiden immer rauswirft, dann leere ich das immer den Wachteln rein, weil die haben da dann immer noch einen Spaß dabei, wenn sie das dann da fressen dürfen. Ja, mit einer Hand ist das ziemlich schwierig, aber die Wachteln, die mögen das ganz gerne. Das ist jetzt der Vogelsand von den Wellensittichen.
Und ich habe mir gerade überlegt, ob ich das bei den Wachteln nicht auch mal rein tue. Als einen Streu, das habe ich schon bei dem Kanal vom Wachtelshop gesehen, dass man da einfach Sand als einen Streu benutzen kann. Und da siebt man dann einfach mit einer Katzenschaufel durch. Und man muss das dann halt immer wieder durchsieben, anstatt alles auszutauschen. Und ein paar Mal im Jahr muss man neuen Sand dazugeben. Dann haben die Wachteln noch gleich ein großes Sandbad. Das finde ich auf jeden Fall mal sehr praktisch. Ich weiß nicht, ob ich euch das mal zeigen soll. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Als nächstes lasse ich dann immer die anderen Wachteln raus. Also das sind dann die anderen 8 Stück, weil der U und das Kuschel, die laufen ja schon im Garten umher. Und das mache ich jetzt. Die dürfen jetzt raus. So Leute, wir sind jetzt am Ende eines wunderschönen Tages angekommen. Da hinten geht schon die Sonne unter und wir haben heute in der heutigen Folge von Timo Spielhauswachtel wieder einiges geschafft. Und zwar habt ihr gesehen, wie ich meine Wachtel tagsüber versorge, was ich so den ganzen Tag mache. Jetzt am Ende werde ich noch die Wachteln schnell ins Haus bringen und schauen, ob sie noch genug zu trinken und zu fressen haben. Das ist jetzt aber weiter nicht spannend. Ich denke, das macht jeder andere genauso. Oder in der Früh. Ja, das war's jetzt aber auch schon wieder von diesem Video. Tschüss und bis zum nächsten Wachtelvideo.